Willkommen, Gamer-Freunde, Ladies. Herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge. Und ich bin heute Tom Mancher. Viel Spaß. Oh, okay. So beginnen wir also. Alles klar. Geschmeidig bewegt sich der Gelbe. Wow. Okay. Ja. Oh, hell no. Was? Wieso Teleport? Nein. Oh. Wieso so schnell? Oh Gott. Oh. Was? Ja, aber wie komme ich denn an den Schlüssel? The hell? Okay, das kann ja nicht sein. Ist das noch für dich hier? So, warte mal. Ah! Aha! Ah, so kann ich eigentlich zurückschlagen. Aber ich muss immer wechseln. Jetzt nicht mehr? So. Warte. Nice. Aha. So, warte mal. Gut. Ah, es geht auch auf der Seite, okay. Mit dem Griff. Zombie-Hände zerstört. Ah. Gebt mir den Schlüssel. Ja, ich glaube nur.
Nee, das ist scheiße. Was? Warum kann der das? Warum kann denn der das? Hell no, ey. Wieso kann der das machen? Das will ich... Oder ich muss den erst killen. Probier das mal. Hallo Ecke, ich grüße dich. Mach's bequem. Komm rein. Pixel, Pixel. So. Kann ich hoffentlich wirklich vorher mal killen hier? Komm, stirb! Ha! Okay, das wird wahr. Oh, nee. Das mag ich nicht. Wohl, warte mal. Ich hoffe, das hier ist nur ein Spiel im Spiel. Aktuell nicht. Weg, gib mir den Schlüssel. Was? Was? Oh, du Scheißdreck. Oh, Mann, ey. Und kann ich den nicht kaputt machen? Das blöde Drecksvieh, ey. Ach Mist, ich brauche das Ding doch. Was war denn hier eigentlich noch? Achso. Na, wie wunderbar. Jetzt weiß ich nicht, ob ich darauf hoffen soll, dass wir dann wieder abkacke oder nicht. Na toll. Die Hände sind nur grün angemalt. Nur Betrug. Lass mich. Wow. Oh. Oh, hell no. Nein, du verdammtes Drecksvieh, ey. Wo ist mein Schwert? Was ist das hier überhaupt? Ah. Oh, hell no. Nein, das ist nichts für mich. Na! Oh, du verdammtes Scheißvieh. Och, Menno, ey. Oh, wir wechseln? Oh. Echt jetzt? Oh, es war doch ein Spiel im Spiel. Limbo 2800. Habe ich es endlich kaputt gemacht? Na, Gott sei Dank. Ja, es wird irgendwie langweilig als Zuschauer. Das ist mir vollkommen egal. Vom Regen in die Traufe und zurück. Na, zum Glück. Jetzt bist du aber erleichtert, was? Okay.
Tormentor. Ja, das war das Spiel, Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wieder ein Rekordgame in den Archiven der Gaming Lounge. Mit Joystick-Controller, okay? Ja, ablegen, nicht wahr? Achso, da geht's wieder da rein. Was haben wir hier? Aufheben? Easter Eggs. 0 von 34, ja. Okay. Ach, hier, ja, ja. Klapp, klapp, klapp. Lass mal den Affe oben. Der hat eine 3D-Brille. Bist du der Affe mit 3D-Brille? Ja! Okay, was haben wir hier? Bist du ein Bär oder eine Maus? Die Mod-Area. Okay. Da hinten. Oh, das sieht ganz cool aus mit der Lampe. Oh, das Telefon sieht irgendwie unheimlich aus. Was? Was war das? What? Okay. So. Boy. Da, Pfeile. Irgendwie gehen die Türen ein bisschen auf. Hier drüben. Ich sehe doch kaum was. Warte, kann ich nochmal? Lass mich nochmal. Warte, warte. Hey, das war mega schlecht. Noch ein. Ach komm, das war doch Volltreffer. Abgeschmettert, okay. Okay. Ja, sehr gut, jetzt füllen wir auf hier. Kann ich dich irgendwo ab... Aber wir können gar nicht hier weg. Ich dachte, wir können jetzt hier durch die Tür. Okay, wir müssen es, glaube ich, wieder anwenden. Ablegen. Und jetzt aus, oder? Limbo-System, drücke. Achso, echt? Finde die vier versteckten Heiligtümer und gehe Richtung Norden. Ah, jetzt sind wir wieder drin. Okay, der Drache ist irgendwie durch Glück besiegt worden. Oh, okay. Bitte? Wow. Oh, der Magier. Schreibst du mit? Ja, ja, wie immer. Eine Ratte. Hä, es gibt doch nur drei Heiligtümer. So, machen wir weiter hier. Elgris schreibt mit. Ah, hier speichert's und es gibt Leben zurück. Okay, sehr cool. Das heißt, morgen wird es sogar im besten Fall zwei Videos geben. Das hier und das, was ich davor hatte. Davon erzähle ich jetzt natürlich nichts, weil das eine Überraschung ist. Haha. Ja, ihr könnt euch dann amüsieren. Ich nicht. So. Aha. Aber es läuft sehr schnell. Finde ich gut. Ja, ist ja gut jetzt, Meister. Okay, wir haben die Tür. Ein bisschen wie Tetris hier. Komm, hier in den Wald können wir doch gehen, oder? Nein?
Ah, hier geht's runter. Okay, hier ist der Wald. Oh, wer ist das hier? Kann ich hier rüber? Kann ich springen? Was ist das hier? Oh, ja, warte, ich gebe das wieder. Hier. Aber ich kann nicht zu dem rüber. Oh, was ist denn hier in der Kiste drin? Ja, was soll ich denn mitschreiben? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ja, Meister. Nein? Okay, das müssen alles. Wo kann ich ihn nicht benutzen? Ja. Ach, hier geht's rüber, okay. Hallo? Hier ist Schluss. Kann es nirgendwo einsetzen. Versuche, was? Oh, okay. Ah, okay, dann haben wir das haben wir jetzt praktisch, das sind wir jetzt abgelaufen. Tetris hatte ich gestern mit Kartoffelecken. Und wie hat Tetris geschmeckt? Die Kat also die Katze zu dem Turm, oder wie darf ich das verstehen? Nein, nein, ich möchte mal weitermachen. Ach Moment, muss man das immer verbinden mit den mit der echten Welt hier? Die Katze. Das ist doch keine Katze. Das ist ein Telefon. Ich habe auch gar keine Taschenlampe. Warte mal. Anwenden. Hä? Okay, das ist ein bisschen seltsam zu bedienen hier. Ah, okay. Ach so, hier sind so. Das Schwert habe ich gefunden, aber. Um zu drücken. Hallo, lässt du das mal bitte? Mein Gott, ey. Gut, damit kann ich nichts anfangen. Nochmal das noch. Die Konsole läuft. Warte mal hier. Ah, hier haben wir noch was. Was ist das hier? Tormentor Game Program Instructions. Okay, ist das. Das hat er jetzt rausgenommen. Was wollte der jetzt wissen? Das war mir zu leise, ich habe nichts gehört. Was haben wir jetzt hier? Okay. Ja, warte mal, ich hab da eine Katze. Die müssen wir nochmal drehen. Da oben ist eine Katze. Ist das gut? Und hier komme ich nicht rein, dann bräuchte man vielleicht einen Schlüssel. Das sind ja nur Sticker. Warte mal, hier ist doch noch was. Ach, das ist dasselbe. Ach, das hat er hier abgelegt. Ach so, der legt das alles in den Koffer. Okay. Schreibst du mit? Ja, was denn? Was? Nee, da passiert nichts. Ja. Hier komme ich nicht hin an das Licht. Die Sterne, okay. Oh, warte mal hier. Oh, hier ist zu. Oh, was haben wir hier? Macromania.
Okay, das ist schon wieder die nächste Generation der Konsole. Lecker, war nur zu viel Pfeffer, da diese gewürzt hat, das so bevor diese so bevorzugt. Ah, okay. Ja, für den einen ist es ganz angenehm, der andere speit Feuer. So ging es mir gestern mit meinem Handy und Controller. Versuch mal auf einem Emulator mit externem Controller zu zocken. Geht nicht so gut, oder? Limbo, okay. Anwenden. Okay, Limbo von Adventure Experience, okay. Warte mal, kann ich noch was machen? Auf und zu lesen. Aha, hier. Hyper Break-In. Von den Machern von Break-In übernimmt die Kontrolle eines turboangetriebenen Raumschiffs. Kämpfe gegen die bösen Mächte des Imperiums und rette die Galaxie. Mehr Action, mehr Spaß, mehr Herausforderungen erhält dich auf Limbo 2800 System. Sportkollektion, erlebe den Spaß mit 12 unterschiedlichen Sportarten ganz bequem auf deiner eigenen Couch. Werde zum Olympionik in Basketball, Fußball, Polo, Wasserball, Golf, Cricket und mehr. Aha. Erhält dich auf Limbo 2800 System Space Rally. Die ultimative Action. Komm mit auf eine spannende und herausfordernde Reise durch das ganze Universum. Renne auf 16 herzrasenden Strecken in 6 unglaublichen Wagen. Erhält dich und so weiter. Gib deinen Erlebnissen einen Schub. Limbo-Telefon, Tipps und Tricks. Telefonnummer gibt es nicht. Seite 2, das Nummer 1 Abenteuererlebnis. Ah ja, das spielen wir gerade. Comanche, sammle die 4 mysteriösen Heiligtümer ein und stelle dich dem bösen Zauberer. Aber das ist nicht der, den wir jetzt gerade sehen, oder? Der sieht nicht so aus. Der dieses verzauberte Land verflucht hat. Deine Reise wird nicht leicht, denn der Zauberer hat eine Reihe an Puzzeln und seine elenden Diener für dich bereit. Glücklicherweise ist das Königreich voller fantastischer Schätze, die dir bei deiner Suche helfen können. Sagenhaftes Abenteuer von und so weiter. Limbo Groxels Studios. Wunderbar. Toll. Okay. Die möchte, wie gesagt, nicht aufgehen. Und hier noch was? Oh ja, doch, hier. Aha. Finden wir vielleicht eine Kassette? Lässt sich ein bisschen schwer drehen hier. Das ist aber nur das Spielstück. Kann ich das nochmal kurz nehmen? Da ist noch so ein Durchgang, da ist noch ein Schloss. Ja, schon alles gut. Easter Eggs. Ah, okay, hier drüben. Na gut. Und ich komme wieder. Wie komme ich wieder hier rein? Oh, was haben wir hier? Experten über Videospiele, mögliche Gefahren für unsere Jugend von Larry Oldman. Von Spielen zu Kontrollwerkzeugen, die Debatte über den Einfluss von Videospielen auf unsere Kinder war noch nie so heiß wie heute. Die Sicherheitsbehörde Thomas Jackson glaubt, Heimkonsolen haben was mit dem landesweiten Verschwinden von Kindern heutzutage zu tun. Vom Verhaltensstandpunkt aus haben diese Geräte einen schlechten Einfluss auf unsere Kinder und somit auf unsere Gesellschaft. Das Versprechen der meisten Produkte ist es zu entkommen, die wirkliche Welt zurückzulassen und in eine neue imaginäre zu treten. In diesem Prozess verliert das Kind die Fähigkeit, beide Welten zu unterscheiden. Die Experten fügen hinzu, Spiele hinterlassen den Kopf in einem anzüglichen magischen Kreis. Es gibt keinen Unterschied zwischen Spiel und Ritual, wie der Historiker Johann Huizinga sagt. Dieses Phänomen wird normalerweise als okkultes Werkzeug benutzt, das die Jugend bezüglich Mord, Sadismus oder Dämonologie beeinflusst, sagt Thomas. Naja, wer warst du da draußen in der Natur? Jetzt bist du hier verkabelt. Drum immer mal schön Pausen machen. Gut für den Kopf. Ja,
Es hält sich in Grenzen, aber die Tasten sind total vertauscht und man kann die nicht auf jedem einstellen. Ach so, ja, das ist immer ein bisschen blöd. Das stimmt. Es dauert dann auch mir manchmal eine Weile, wenn ich dann merke, oh Gott, das ist ja genau andersrum. Oder die Taste ist auf der abgelegt. Oder du kannst es nicht über die Maus machen, sondern musst noch eine extra Taste drücken. Finde ich nicht so toll, wenn man es gar nicht einstellen kann. Aber ich kann auch nur hier schreiben, ne? Versuche zu drücken, wie. Ich verstehe das überhaupt nicht, wie das mit dem Mitschreiben ist. Ich bin doch jetzt hier, ne? Also das ist doch das Symbol. Warte mal, ich kann mich sogar ein bisschen umsehen. Ja, ich versuche hier was zu machen, aber ich weiß nicht wie. Warum steht er nicht da schreiben? Ich habe ja auch keinen Stift entdeckt. Nur Dartpfeile. Das sind ja auch keine Stifte. Und warum ist es so verdammt dunkel hier? Warte mal, es sind ja auch noch Schubladen. Machen wir wieder zu. Das ist eine Lampe, aber die geht nicht an. Hier geht auch nichts. Warte mal, hier könnte ich ja was schreiben. Was war denn hier nochmal? Achso, das war das jetzt. Warte mal. Was sagt der? Also hört ihr das? Ich höre das nicht. Nochmal. Nee, nee, nee. Was? Transcendence oder was? Ich höre das nicht raus. Time, jetzt habe ich was gehört. Sagt er, hey, das ist mal was anderes? Darum habe ich das nie gemerkt. Mach's mir nicht so schwer in so später Stunde. Was? Risen. Dann kann ich nicht durchklippern, wenn ich gedrückt halte. Ach hier, sehe ich sogar, kann ich ja mal Repeat machen, okay. Demon. Oh Mann, der Dienstag war verdammt teuer. Oh echt, was hast du als Gold? Ein paar Schuhe, zwei Badeanzüge, eine Hose und zwei Shirts für 80 Euro. Habe aber mit Vergleich sogar 60 Euro gespart. Echt? Oh, das ist natürlich super. Ah ja, und ohne wäre es trotzdem so viel gewesen, aber die gesamte, aber die gesparte Summe hätte vom Wissen ja nur 30 Euro betragen, okay. Condition. Ach so, das könnte auch sein, ja. What? Between. Mein Gott, red doch deutlicher. Spell mortality.
Bringt mir das auch was für die Geschichte hier oder ist es jetzt nur so nebenbei? Also ein paar mache ich noch, dann gucke ich mich noch mal weiter um. Spell mortality. Spell mortality. Aha. M O R T A L I T Y. Correct. Spell transcendence. Hier, das war dieses blöde Wort. Was hat er gesagt? Du hast Condition geschrieben? Spell transcendence. Spell transcendence. Spell transcendence. Condition heißt es nicht. Spell transcendence. Transcendence? Was? Was ist denn das für ein Wort? Spell transcendence. Spell transcendence. Ne. Ich habe statt between with me verstanden. Siehst du, wie unterschiedlich das ist? Also, Mann, ey. Spell transcendence. Presentence? Spell transcendence. Spell transcendence. Ja, das sagt irgendwie Jor. Der fängt irgendwie mit Jor an. Das Condition war auf was anderes bezogen. Achso, okay. Spell transcendence. 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 Spell transcendence. Ah. Spell transcendence. Spell transcendence. Just. Was ist denn das Jaw? Das habe ich noch nie gehört. Spell transcendence. Transcendence? Spell transcendence. Ich höre das nicht raus. Ich höre das nicht raus. Was ist denn das für ein dummes Wort? Transcendence, transcendence, true sentence. True sentence. Was? Ich kann raten, was ich verstanden habe. Ich muss auch den ersten Teil raten. Ich krieg das nicht raus. Spell transcendence. Spell transcendence. Der sagt irgendwie Jor. Kannst du nicht Transcendence sagen? Das würde mir helfen. Aber nicht Jor. Jor Sentence? Was ist denn das? Jor. Spell transcendence. Nee. Clou, gib mal her. There is another. There is another. Don't trust the sun. Sagt mir alles nichts gerade? Time is weird. Ja, you are weird. There is another. Keine Ahnung. Spell transcendence. Incorrect. Spell transcendence. Gerade das muss das blödste Wort sein. Spell transcendence. Chor oder meint er Chor? C. H. O. R. E. Also ich verstehe immer das hier. S. E. N. T. E. N. C. E. Ich verstehe immer Transcendence. Incorrect. Ja, ist schon klar. Spell transcendence. Ich muss das Wort mal lesen. Ich muss mal gucken, ob ich das rauskrieg. Bis gleich. Ich mach mal kurz das Beep 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 aus, das nervt ein bisschen.
Ja, ich habe irgendwie nichts gefunden, aber was anderes. Na gut, die anderen haben wir alle gefunden, aber... Spell transcendence. Spell transcendence. Spell transcendence. Nee, keine Chance, höre ich nicht raus. Das ist aber die Frage, wie komme ich wieder hier rein? Ich wüsste jetzt nämlich noch, wo ich hingehen kann im Spiel selber, aber wenn es jetzt nicht mehr geht, ist ja echt blöd gemacht. Warte mal, kann ich, oder? Ach so, das ist ja ein... Okay. Oh, was ist da rausgefallen? Was war denn das? Was haben wir hier? Gute Magie, Schlüssel, Schwert. Samen, Schaufel, eine Flöte, Bomben, eine Fackel, Magneten, Punkt. Oh, wir können schrumpfen, okay. Brücke, Tasten und Schrank, genau. Ach, das ist ein Hebel. Spiegel. Die Wesen und anderen sich mal. Oha. Ja, ist doch schon ein bisschen mehr drin als gedacht. Interessant. Maschinen mit Dimensionen. Okay, Zeitohren, böse Wesen. Ja, haben wir schon gesehen. Ja, ich bin immer ausgewichen. Ich bin sehr schnell. Okay, Stacheln, Blöcke, brennt, Gräser. Gute oder böse Magie. Ach, Scheiße. Der Frosch verbirgt etwas. Wald, Höhle. Hör auf zu spielen. Ich kann mich nicht bewegen. Wie bekomme ich den Typen mit der Afro-Frisur dazu, sich zu bewegen? Der Typ mit der Afro-Frisur? Hier bei dem Spiel, was? Das Team hinter Tormenta, okay. Wer ist dafür verantwortlich hier, dass es nicht geht? Wer hat sich das Wort ausgedacht von euch? Creative Director, Programmierer, Musik? Nee, Musik ist cool. Design, Artwork. Design und Programmierer. Der Code scheint manchmal zum Leben zu erwecken. Hör dir die versteckte Melodie an. Labyrinthe sind wie das Leben selbst. Du musst deinen eigenen Weg finden. Alles ist dich neu interpretieren, sogar du selbst. Kunst ist ewig. Express, okay. Sehr schön, ja. Was haben wir hier gefunden? 82, okay. Das haben wir jetzt wahrscheinlich auch hier drin. Ja. Oh. Aber ich bekomme ja auch, glaube ich, keine anderen Farben, oder? Nein. Aber was ist denn eigentlich mit dir hier? Bist du auch hier rein? Aber du kommst immer wieder herüber. Was ist das? Raumschiff? Mystery? Wieso komme ich nicht mehr hier rein? Aber das Schwert zählt nicht, weil ich das gefunden habe. Wahrscheinlich müssen wir wirklich irgendwas noch machen. Und dann kommen wir wieder zurück. Also hast du mehr als ich gefunden. Okay. Da war doch eine zweite Farbe vorhin gewesen. Als du den Kreis angeklickt hast. Das hier, das Telefon, meinst du? Ja, ich glaube auch, ich hätte noch eine andere Farbe. Ah! Okay.
Also normales Wählsystem zum gedrückt lassen. So, gut, haben wir das rausgefunden? Schön. Rot, orange, gelb, grün. Was kommt nach grün? Dunkelgrün, blau, violett. Ja, soll ich Toy nachbilden, was ich kaum lesen kann? Schreibst du mit? Oder ist hier irgendwas in den Sternen, was ich sehen soll? Ja, was soll man das sagen jetzt? Die Katze beim Turm? Achso, nee, das geht nicht. Okay. Was ist das erste? Das erste müsste doch rot sein. Dann, was könnte das sein? Gelb? Oder grün? Helles Grün. Und dann vielleicht gelb? Heu. Hier kann ich auch nicht drehen, hier kommt niemand raus. Hier haben wir noch die Buchstaben. Wer sollte das sein? Ich glaube, das war jetzt in der Anleitung. Mach erstmal alle hoch, ich guck noch mal rein. Was Afro, ne? Ja. Das kann ja auch einer sein. Warte mal, was war da noch für ein Hinweis? Das kann ich nicht benutzen, das auch nicht. Ja, es muss was in der Realität sein. Ich kann das sonst nicht machen. Vielleicht hier hinten noch irgendwas versteckt. Okay, hier ist Schluss. Weiter kann ich nicht blättern. Okay, das andere war im Koffer. So, na dann. Das hier, ne? Dazu sich zu bewegen. Nur der Afro-Frisur. Sonst nichts. So, da können wir das immer so machen. Nein, nein. Könnte aber auch die Großmutter sein, ja. Ich mache erstmal das so. Bringt das was? Achso, war hier noch irgendwas weiteres? Geht gar nicht. Ha. Das war nur das, ja.
Der hat jetzt den Hebel. Warum komme ich jetzt nicht mehr hier rein, ey? Das nervt mich jetzt gerade. Ah, was haben wir hier? Fernbedienung? Batterien erforderlich. Oh, man. Wo bekomme ich denn jetzt Batterien her? Was ist das hier überhaupt? Ist das an? Ich habe auch keine Kassette. Du bist ja zu. Das ist eine Rakete als Lampe. Kann ich dich vielleicht irgendwo... Die Tür ist ja jetzt wieder zu. Kann ich da irgendwo hinschießen? Nee, das geht nicht. So, ich habe mal nebenbei Betten gestellt. Ah, okay, alles klar, ja. Mach das. Hier nochmal Kabel. Nein, es ist kein Kabel, es ist ein Skateboard, was dran steht. Mit den Würfeln kann ich nichts machen. Ah, das ist schade. Schade. Das gibt's doch nicht, ey. Das muss irgendwie weitergehen. Wo soll ich denn hier Batterien finden? Ja. Man hat irgendwie gar keinen richtigen Ansatz mit dem Schreiben. Ich bin doch schon fertig. Ja. Ich geh jetzt mal alle durch. Ja, das klang ein bisschen seltsam. Irgendwas ist vielleicht noch mit dieser Uhr.
kann ich auch nichts machen. Das war nur dort. Hier ist es viel zu dunkel. Kann ich dich vielleicht werfen? Wollen wir vielleicht hier drauf? Was? Warte mal. Achso, Moment. Oder vielleicht die Lampe zerschießen? Ah, es war zu tief. Nochmal. Abgeprallt. Schön. Okay, Zorini sind nun offiziell gruselig. Wieso das? Wusstest du, dass da wie so eine Art Gel an der Schnittfläche entsteht? Wenn man sie liegen lässt. Nee, das mit Gel habe ich noch nicht gesehen, weil ich sie schon dann verspeist habe. Kalt oder heiß. Aber interessant, ja. Ist das so Aloe Vera Gel-Typ oder wann tritt denn das ein? Wie lang? Liegen lässt. Also festeres Gel, das sich nicht verschmieren lässt. Oh, okay. Ah, interessant auf jeden Fall. Oder warte mal, hier. Abgeprallt ans Bett geflogen. Tja, schade. Also irgendwie. Oder auf die Uhr. Das Spiel sagt jetzt mal hier so, sagt ja gar nichts. Batterien. Ich habe keine Kassette. Warte mal kurz. Katze. Pfeil und Bogen. Da muss ich jetzt eine Katze treffen. Hä, aber wo ist denn hier eine Katze? Was? Jetzt bin ich wieder hier drin? Wie ist denn das passiert? Okay, super strange. So, jetzt will ich gleich mal probieren. Geht es nicht? Mann, ist es laut. Hier, hey, Fischermann. Das ist doch ein Schalter, haben wir doch gelernt. Mann, ey. Warte mal, vielleicht. Ah! Ja! Danke. Oh. Fotospinne? Das ist von The Evil Within. Daran kann ich mich erinnern. So, speichern. Oh, Gott sei Dank. Hallo, Spinne. Cheese. Ja, ja. Oh, was? Was? Verrostete Dinge gehören hier hin. Okay. Ist wieder das Symbol. Berber. Was sind wir denn hier jetzt? Die Frage ist natürlich auch, was sind wir? Ah, hier wird wieder gesoffen. Ich bin müde.
Du machst einen stabilen Eindruck, okay? Na, darauf trinken wir noch einen, oder? Cheers! Ja, bald kommt ja Alien Romulus in die Kinos. Ich habe schon so ein bisschen gehört, dass die Kritiken unfassbar gut sind. Na, hoffentlich. Ich hoffe natürlich auch auf ein paar coole Links zu Covenant und Prometheus und David und so weiter. Aber schauen wir mal. Okay, sind wir hier? Was ist mit dem? Möchtest du einen Ananassaft? Ja, Ananas ist gut. Gib mal her. Ja, ja, okay. Ja, gibst du mir jetzt ein oder nicht? Nein? Na gut. Oh. Okay, Hammer Dämon. Hallo. Die ewige Aufgabe, ja. Schmiede mir eine Klinge. Und einen Hammer. Also Rüstung und kein Schild. Brauch kein Schild. Oh, was ist das hier? Aha. Wow, war. Hier kann ich nicht reingehen. Am selben Tag noch. Oh, das geht aber schnell. Die hatten nur große und ich brauchte nicht so viel für meinen Nudelauflauf. Oh ja. Mann, das spackt hier wieder. Immer wieder rum. Bei den Pixeln? Kein Wunder. Es ist ja so leise. Okay. Schon strange, das Game. Ja toll, ich komme natürlich nicht rein, weil ich hier das Symbol nicht habe. Das hier? Ne, oder? Das ist ja alles was anderes hier. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay, ich hätte auch so gehen können. Oh, wen haben wir hier? Nur die Hälfte hier. Wo ist mein Ananassaft? Was ist das? Die fühlende Hälfte. Ja, okay. Halt, was ist das hier? Kann ich hier runter? Hier durch? Ist hier offen? Ah, sieht bloß so aus. Okay. Hier geht's noch rum, oder? Ah. Wow, wow. Oh. Oh, warte mal. Gehe ich erstmal hier runter. Oh. Hoi. Bring mir die Teile. 5 Sachen. Hier, bitteschön. Aha, also irgendwas mit... Warte mal, gelb, der Schmied hatte doch was Gelbes. Was ist das hier? Das hier. Schinken. Dafür ist die heutige Technik halt nicht mehr gemacht. Die hält gar nichts ab. Alles empfindlich, wie verrückt. Das hier, was macht ihr mit dem Kopf? Was für ein tolles Spiel, ja. Ja, ihr habt selber keine Köpfe. Ach, ist das euer Kopf? Oh, was haben wir hier? Aha. Hallo? Oh. Ah. Ich nehme das mal kurz mit, ne? Das ist ja alles. Warte mal, hier Musik, Kopf und anderes Zeug. Ein goldenes Huhn. Tschüss. Oh no.
Oh, das ist falsch. Das muss wohl wirklich gelb sein. Oh. Na toll. Hey, wie wär's damit? Ja, okay. Geht nicht. Braucht jemand? Wow, das habe ich gesehen. Uah! 1 von 34. Na toll. So, da habe ich die wohl erlöst. Zum Glück sind wir so flott unterwegs. Okay. Ja, ja. Hier, jetzt gehen wir mal hier rein. Was wir nicht können. Okay. Oh! Na, das sieht doch. Das sieht doch einladend aus, oder? Ja, sehr schön. Also. Das ist noch verschlossen. Das oben sieht aus wie Schwingen. Okay, okay. Ja, guter Junge. Könnte auch eine Schildkröte sein unten. So, nochmal speichern. Yeah. Ah, ich komme nicht da rein. Hier, du hast was Gelbes. Oh. Oh, ich kann das nicht mitnehmen? Oh, man. Ananassaft? Ja, warum gibst du mir... Oh, wow. Hm. Oh, hier ist auch irgendwas Gelbes hier, das leuchtet. Gib mir die Teile. Hm, okay. Und jetzt ist ja noch ein neues jetzt dazugekommen. Gilt nur für den. Hier können wir auch nichts mitnehmen. Ist hier noch was an der Seite? So, warte mal. Na, ich kann nichts machen, wo der weg ist. Das war vielleicht der, der uns gejagt hatte. Hier geht's nicht weiter. Willkommen, Reisender. Oh, okay. Ja, danke. Aber so weit komme ich gerade gar nicht. Was? Der Drache ist wieder da? Oh, hell no. Hier kann ich nicht rein. Das ist doch das mit dem Wald. Aber vielleicht kommen wir dann hier raus. Zum Zauberer. Und dann ist er doch ganz böse. Man könnte sich hier verstecken, das würde niemand merken. Warum ist hier nichts in dem Wald? Ja, okay, willkommen zurück. Gut, dass es wieder läuft. Aha, hier sitzt zu.
Okay. Ja, ich kann wirklich nichts machen. Wow! Wow, schnell vorbei, okay. Wow, oh, mein Gott. Oh, shit. Oh. Ah. Oh, come on, man. Hey, Froschmann. Oh, der hat einen Schlüssel. Hey, das ist was Gelbes. Scheiße, wie komme ich da ran? Oh, okay. Ja, so kann man es machen. Danke. Hey, Froschmann. Er möchte helfen. Danke. Warte mal. Kann ich das... Kann ich hier... Warte mal, warte. Ah, okay, das geht nicht, das Gelbe. Die rote... Doch, so eine Feuertür war da, ne? Oh, no. Nein! Nein! Oh, ich... Oh, man. Oh. Das ist voll unfair mit den Türen. Hier. Das ist doch bestimmt der Schlüssel dafür. Ja, der wartet bloß und dann verwandelt er sich und bringt mich um. War das jetzt hier? Wo war das jetzt? Voll vergessen, wo ich hin wollte. Ne, Moment, ich bin da erst irgendwie hochgegangen. Ne? Ah ja, hier. Hoch und dann hier rüber irgendwie. Hui! Oh shit! Wow, schnell rüber! So! Na, Moment mal. Nicht? Oh! Ich dachte, ich komme jetzt hier rein. So, haben wir erstmal gespeichert und uns geheilt. Du willst den Schlüssel gar nicht haben. Ja, wo soll ich denn jetzt hin tun? Das ist ja... Hallo? Hm. Du brauchst auch nicht. Oh! Roter Schlüssel. Ach, verrostet! Ach, warte mal! Ah! Verrostete Dinge gehören hier hin. Ja. Nein? Warum geht hier nichts auf? Na, ich kann nichts machen. Hm. Ach, hier! Ja. Warte, warte. Auch nicht! Oh, hell no. Was ist denn das? Also, es hatte ich echt einige Möglichkeiten und konnte nichts nutzen. Das ist echt doof.
Wieso geht denn das nicht? Ah, rote Tür geht nicht, Rost geht nicht. Teufelshütte geht auch nicht. Ah. Oh, das ist aber neu jetzt. Hallo? Oh. Ah, okay. Nein, sind immer noch nicht die Teile. Okay, irgendwas muss es ja gemacht haben. Irgendwas. Ah, hier ist ja nichts Rotes. Ah. Hm. Okay. Hm. Was war das? Schon wieder du? Hey, was zuckst du so rum? Ja, dann ist hier wieder Schluss. Ja, mach doch mal den Ananassaft. Wie lange soll ich denn dann noch warten? Hallo, hier für dich? Das gibt's doch nicht. Hier, für dich. Oh, man kann auch links gehen. Warum sagt mir das niemand? Wait, warte mal. Na toll. Wie soll ich zu der Leiter kommen? Okay, der Schlüssel kommt nicht weiter runter. Bleibt er hier oben? Ah, jetzt. Okay. Hm. Bedeutet ja, dass man irgendwie auf die Seite rüberkommt. Oder dann irgendwann von da lang kommt. Ja, die Freude war nur kurz, weiter geht's nicht hier. Na. Du warst es doch vor uns, nicht wahr? Warte mal, lass mich noch mal kurz heilen und speichern. Ich kann ja nicht mehr zurück. Der Schlüssel muss ja dennoch irgendwas öffnen. Warum geht denn die Tür nicht auf, ey? Ja, es sei denn, wie gesagt, wir kommen dann da raus. Ach man, irgendwas muss doch geben, ey. Ja, du hast mir zwar den Schlüssel gegeben, aber wie? Hm, das ist schon knackig. Hm.
Ah, hier geht's nirgendwo weiter. Okay, geheilt, gespeichert, gut. Also ich muss wirklich mal gucken, was mit dem roten Schlüssel ist. Ob ich da überhaupt was finde. Warum gehen diese Dinge nicht? Das muss irgendwas anderes sein. Naja, ich guck mal ein bisschen. So, wir werden jetzt alle gleich ein bisschen lachen, wenn wir da sind. So, Achtung. Ich war ja schon mal hier, ja? Aber ich muss es so machen, dass er direkt genommen wird und dann reinfällt. Und dann loslassen. Super, was? Tja, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ah, immer noch nicht. Jetzt werden wir uns wieder mal ein bisschen umsehen. Aber Schlüssel ist immerhin weg. Gehört hier hin, naja, gut. Ein bisschen genauer wäre nicht verkehrt gewesen. Ist wirklich. Immer noch nicht. Wahrscheinlich ist dann dort das Ende. Gut, also loslassen, ja. So, bin im Bett fertig und auch Tablette ist genommen. Okay. Dann wirst du bestimmt gleich abdriften, was? Aber wie komme ich denn trotzdem hier rüber? Ich dachte, ich finde hier so ein bisschen Symbolik, dass ich das öffnen kann. Oh, so geht das!
normalen Spiel. Warum zeigst du mir das nicht? So, guck mal, jetzt haben wir das sogar hier. Okay. Eins von 34. Genau, dort oben ist der Frosch. Da ist die Tür, da ist der Tanztyp, das ist Ei. Bald, die wirkt nun wieder recht schnell, sehr stark. Da wirst du morgen wahrscheinlich erst Nachmittag aufwachen, oder? Wecker wirst du wahrscheinlich überhören. Aber umso ausgeruhter bist du dann, ist auch gut. Ist halt dann nur. Ja, ein bisschen ungünstig, wenn du dann Sachen gar nicht mitbekommst. Aber hier weiß ich immer noch nicht genau, was ich anfangen soll. Was hat er doch wieder geklopft? Nein, ich habe das doch gehört. Wie kommt man da hin? Es muss ja irgendwie einen Weg geben. Dass man da irgendwie eine andere Verbindung hat. Dann die eine Schublade noch. Aber das Symbol bei der Tür muss es ja irgendwo geben bei den Gräsern. Vermutlich zumindest, aber ich habe noch nichts entdeckt. Wie kann man das auslösen? Oder muss er das irgendwie erkennen? Und dann klappt es sich aus. Moment mal, was liegt denn da? Was ist denn das? Oh, okay, das ist die Verbindung. Der Schlüssel ist vom Brunnen hier rausgekommen. Wo auch immer jetzt hier der Brunnen rauskam. Ah, was liegt denn hier für ein Stück? Nein, nein, nein. Geh weg, dich. Oh, wo ist denn der Schlüssel hin? Ach, hier. So, hier. Ey, super. Ach du Scheiße, was ist denn das? Eine Bombe. Was haben wir hier? Oh, die Kassette. Ah, Disco. Oh, okay, okay. Yeah. Okay. Da kommen wir dann dort weiter bei dem Typ dann. Warte mal, oder? Können wir hier was machen? Oh yeah. Ne, okay, dort brauchen wir den Code. Cool, dann gehen wir uns mal zu dem. Genau, speichern mal kurz und heilen. Ne, Moment, der war da irgendwo hier unten. Ah, hier ist er. Na, freust du dich jetzt? Cool, was? Yeah, lass mich rein. Ah, okay. Haben wir sonst noch was hier? Das muss der Schlüssel für das Teufelshaus sein. Danke, Mann. Yeah. Yes. Spell.
Ist schon, hat schon was Cooles, muss ich schon sagen. Oh. Muss ich erstmal hier rübergehen? Ins Nebenhaus, was ist denn das hier alles? Oh, das mit den Spiegeldingern. Wow, shit. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ah! Oh, hell no. Was? Oh. Okay. Was ist mit dem hier? Ist er geschmolzen? Wow, das ist ja riesengroß. Oh Gott, was sind das? Oh, sind das wir? Auf der anderen Seite? Oh no. Was, das war's? Mann, gerade wo es gut wurde. Seid ihr verrückt? Ja, gehen wir, Freunde und Ladies, das war Tom Mancher. Thanks for playing. Ja. Und so weiter. Ne? Ja, hat sich ein bisschen gezogen irgendwie. Aber. Ah ne, Moment, hier steht da Continue. Nee, scheiße. Was zum Geier? Naja, geht's wieder auf dem Hauptbildschirm, okay. Disturbing, ja, das war's auf jeden Fall. Bald verfügbar. Na gut, wir wissen ja, was das heißt, ne? Bald. Okay. Also es scheint sich auf jeden Fall immer mehr stärker zu verbinden mit Spielwelt und Realitätswelt. Okay. Und ja, das ist schon ein gutes Stück unterschiedlich, dass man dann nur dort weiterkommt, wenn man dann wechselt, wie mit dem Schlüssel. Und dann wieder andersrum in der Welt was mitnimmt. Oha. Und vielleicht kommen wir dann auch frei. Und irgendjemand muss ja dann in dem Haus sein, weil die Tür wird ja ab und zu mal geöffnet. Oh wow, okay. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an dieses eine Spiel, wo wir wirklich laufen mussten und dann durch irgendwelche Türen und abschätzen, wie es dann weitergeht. Das war auch nicht ganz ohne. Das war nochmal in einem vorherigen Point-and-Click-Adventure. Da war das so ähnlich. Nur, dass es mehr so wie so ein Gang war, so ein langer Gang. Okay. Gut, ich mache kurz hier so Ton weg, ne? Ja, aber ansonsten war das schon ganz cool. Also Spiele im Spiel sind ja stellenweise schon ganz cool, wenn das mal so überblendet und wechselt. Da gibt es dann auch diese Beobachtungsspiele, wo man dann ab und zu mal hinter sich gucken muss und irgendwann, naja, ist halt eine Hand oder irgendjemand hinter einem. Die sind ja dann mehr kurzer Dauer. Hier ist natürlich ein bisschen länger, vor allen Dingen, weil es schon im Spiel sozusagen beginnt. Ja, also nicht, man wechselt erst rein, sondern man beginnt schon direkt drin. Das ist auf jeden Fall auch noch neu. So, jetzt auch noch nicht gehabt in der Form. Ja, wir scheinen auf jeden Fall noch kleines Kind zu sein zu der Zeit. Und ja, schade, dass man drumherum nicht irgendwie mal was heller machen kann oder welche Bedeutung manche Gegenstände haben. Ich denke mal, das wird sich, wie gesagt, später dann noch zeigen. Aber ich finde es halt immer blöd, wenn man irgendwas hat und man kann das irgendwie gar nicht verwenden. Ne? Dass du dann sagst, ja, jetzt habe ich die
Startstücken, dass man vielleicht, ich sag mal, ein Muster werfen soll oder an gewisse Gegenstände werfen und dann, weil das abfliegt, irgendwo anders hin oder sowas mit ein bisschen versuchen. Sowas in der Art, dass man da irgendwas umsetzen, aktivieren kann, das wäre auf jeden Fall cooler. Sonst ist es irgendwie sinnlos, ja, dann brauchen wir das nicht drin haben. Ja, das wäre schon ganz cool gewesen. Oder vielleicht, dass man das Licht mal anschalten konnte, da hinten an dem Schreibtisch, dass man dort einen gewissen Bereich beleuchtet hat. Einfach um so allgemein ein bisschen mehr zu sehen. Farbrätsel blieb offen, was mit dem Bär war. Wie gesagt, die Dartpfeile. Alles offen gewesen. Ja, aber es hat am Ende nochmal richtig gut zugelegt. Das hat mir gut gefallen. Stellenweise mit dem Pixel ausweichen war es gar nicht so einfach. Schnell hier zurück oder mit dem Geist, der sprang dann einfach mal über die Wände und hat einen dann gekillt. Speichersystem fand ich ganz fair soweit. Hat gespeichert, Leben nochmal aufgefüllt. Also ein paar Treffer hat man geschafft. Aber dann war es dann eben vorbei. Lief alles sehr flüssig, war richtig cool gemacht. Gar nicht mal auf Maximum gestellt, aber das passt ganz cool vom Stil. Aufkleber hatte ich irgendwie auch eins gefunden. Ich nahm an, die Gegenstände waren dann die Aufkleber, aber war dann doch nicht so. Ja, aber stellenweise ist es ein bisschen zu, ja, du bekommst keine Infos. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie das mit der Brücke ist. Ich nehme mal, wie gesagt, auch an, dass es vielleicht von einer anderen Seite ist oder dass sich dann eine Tür öffnet und man ist dann dort und kehrt wieder zurück. Oder bei den anderen Türen kommt man dann raus wieder zum Magier. Vielleicht ist der ja der Böse wie angegeben oder es ist doch nochmal ein anderer oder es ist der Zwillingsbruder oder was auch immer, ja. Ja. Ja, aber ansonsten so vom Sound, von den Figuren, das war schon ganz cool gemacht. Pixel-Style und dann natürlich die Optik in der Realität. Ist auch sehr gut aus. Und ja, war schon ein guter Wechsel vom Spieltyp. Aber so das Dunkle. Ja, manchmal sind es halt nur so kleine Sachen, wenn die dann weg wären, die man eigentlich einstellen könnte oder die die Entwickler bei Update oder am besten vorher schon fertig haben, ist das natürlich noch ein viel besserer Genuss. Ja. Eher nicht mittags haben die ja eben genommen und nicht erst nachmittags. Achso, okay, also wachst du dann zur Frühstückszeit auf. Ja. So, okay. Genau, da war das jetzt sozusagen von der Horror-Demo-Riege das vorletzte Spiel. Dann kommt natürlich noch ein letztes. Na klar. Und dann geht's mit den Vollversionen los. Da bin ich auch sehr gespannt. Das werden dann wieder ein bisschen längere Projekte. Da gibt es dann auch mit Sicherheit auf der Tube wieder ein paar Teile nach den Streams. Und so sieht's aus. Genau, also könnt ihr euch ab morgen auf zwei Videos freuen. Genau. Ja, so sieht's aus. Wunderbar. Gut, ich will mal gucken. Haben wir da noch was irgendwie? Der scheint dann wirklich verschwunden zu sein. Ja, ich habe es auf jeden Fall mal mit vermerkt. Mal schauen, ob sich da noch irgendwie was dreht. Von Entwickler seitens her. Aber das eine Wort zum Beispiel, also was das wohl gewesen ist. Ich habe das nicht rausgehört. Aha, okay. Naja, bald muss mal Auge. Was ist das hier? Okay. Aber ansonsten von der Demo, ja,
Ich gebe 4 von 5 Twitcher-Sternen. Ja. Also ich denke mal, das passt ganz gut. Demo-Bewertung. Ja, wenn die Vollversion dann irgendwann mal Veröffentlichungsdatum hat, wäre das ganz cool, wenn die Sachen in Betracht gezogen wurden, dass man die direkt hat oder dass man die noch optional irgendwie einstellen kann, beziehungsweise dass man die auch umsetzen kann. Und ich finde es halt, wie gesagt, immer gut, wenn da nichts irgendwie verschwendet wird, dass alles irgendwie einen gewissen Sinn hat. Und ja, vielleicht nochmal so ein Hinweis, dass man vielleicht weiß, okay, jetzt nicht bloß den Gegenstand nehmen, wie ich es gemacht habe und bin hin zu dem gegangen oder so zum Brunnen irgendwie, dass eine Reaktion kommt, sondern ja, du musst es wirklich loslassen oder dort platzieren oder irgendwie sowas. Das wäre dann schon ganz gut. Ich meine, vielleicht durchs Probieren kommt man dann irgendwann drauf und sagt dann, ach, jetzt mache ich einfach mal das und danach hat ja funktioniert. Ja, also das war zu sehr an den Stellen, mach mal selber. Also wenigstens so eine Richtung, das wäre dann schon ganz cool. Ah, okay, das haben die mit den Spiegeln gemeint. Okay. Ja, aber ansonsten vielfältig vom Rätseltyp. Weiß bei manchen Sachen gar nicht, was einen erwartet, was man gerade erlebt. Oha. Und ansonsten so die Pixel-Zwischensequenzen waren cool. Jetzt hier mit dem Schloss. Wie gesagt, Drache durch Wunder besiegt. Dann war er später wieder da. Ja, ansonsten das Zimmer von dem Kind auch sehr cool gemacht. Aber da hatten wir, wie gesagt, nur mal dieses Rauschen oder dieses leichte Reden gehört. Aber so vom ja, Gruselfaktor, würde ich mal sagen, ist das beim Spiel innen drin, kam das natürlich am besten zur Geltung. Und naja, am Ende hat es dann noch zugenommen. Das war dann natürlich nochmal cool, sonst hätte ich wahrscheinlich weniger bewertet für die Demo. Ja, aber wenn es dann so steil so bleibt, dann denke ich mal, kann das schon was ganz Gutes werden. Aber naja, bei bald verfügbar ist bestimmt noch viel Zeit. Gut. Juhu. Genau. Da bin ich nicht der Meinung als Zuschauer. Aus dieser Sicht fand ich es definitiv langweilig und die kleine Abwechslung hat mich abgehalten, dass ich nur noch aufgrund der Herren dabei. Okay, danke dir. Ja, es ist ja wieder der Vorteil bei Demos. Ne? Da müssen wir auch mal ein bisschen hier aus dem klassischen Rahmen auch mal rausbrechen. Vielleicht ist es ja was, ne? Manchmal gibt es dann welche, wo ich dann sage, hier jetzt so eine ganze Menge probieren und sage, oh wow, das ist ja eigentlich gar nicht meins, aber war dann echt gut. Oder eben nicht so ganz. Ne? Genau, darum finde ich Demos dann immer ganz gut. Oder so Testversion. Genau. Weil dann kann man ja, wie gesagt, dann immer mitteilen, hey, hier, das war super, aber mach mal das. Das hat mich total gestört. Ja, als wenn die sowas gar nicht machen und dann hauen die das hin. Ist gar nicht fertig, das Spiel, wie die meisten. Und dann, oh, ja, da hätte man ja was machen können. Und dann wird das alles nachgepatcht, finde ich so toll. Gut, Game of Thrones und Ladies, das war jetzt Tom Mancher, die Demo. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es nochmal eine. Und danach, dann geht's mit den längeren Vollversionen natürlich dann los. Und ja, schaltet gerne ein oder zu eurer Wunschzeit auf der Tube. Dann schaut mal nach, wann die dann online sind. Gut, dann wünsche ich euch einen angenehmen Abend, dann eine angenehme Nacht. Kommt gut ins Wochenende rein und ja, dann bis zum nächsten Live-Schalte-Video, je nachdem, was eher kommt oder später. Ja, okay, Eggis, danke dir vielmals fürs Wachehalten und ja, bis dahin dann. Euer Twitcher live aus der Gaming Lounge. Dankeschön und